Willkommen zurück zum Let's Play King's Quest 8 Maske der Ewigkeit. So, jetzt quatschen wir mal mit dem Engel hier. Seien Sie gegrüßt, schöne Dame. Kann ich zuerst meinen Durst an Ihrem Brunnen löschen? Ich bitte dich, nehme von meinem erfrischenden Wasser. Hüte dich jedoch vor dem zerstörenden Wasser des Flusses des Todes. Okay, habe ich Sagen schon gemacht. Sie mir, schöne also, Frau, geht es Ihnen gut an diesem erbärmlichen Platz? Oh ja, ich habe keine Furcht. Meine Magie beschützt mich. Meine Magie kann auch dich beschützen. Mich? Wie? Bring mir etwas Rost und Schimmel. Wenn ich diese mit meinen erfrischenden Wassern mische, kann ich für dich einen starken, schützenden Zauber zusammenbrauen. Wird gemacht. So, und jetzt kommen wir ein gutes Stück weiter, denn wir haben ja gelesen, dass man alles, was in den Fluss des Todes gesteckt wird, rosten lassen kann. Und zufälligerweise haben wir ein Stück von einem Eisenschild, das geradezu perfekt dazu geeignet ist, es rosten zu lassen. Also haben wir Rost schon, bräuchten wir also nur noch etwas Schimmel. Wo wir das wohl herkriegen? Ich speichere mal, bevor ich hier reingehe. Auf dem ersten. Habe ich eben schon gemacht, ne? Naja, egal. Egal. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. So, dann blitzen wir mal. Schwupp, da ist er weg. Okay. Ah, hier ist direkt wieder ein blöder... zwei Skelette. Autsch, das tut doch weh, Mensch. Ihr spinnt wohl. Conno stellt sich aber auch gerade an. Sehr schön. So. Ich hoffe, das war's jetzt. Was steht denn hier für eine Weisheit drauf? Große Verwüstung und die Störung des Gleichgewichts. Das ist wohl wahr. Und große Schmerzen und Leid obendrein auch noch. Und trotzdem führt die Welt immer noch Krieg. Egal. Also nicht egal, aber man kann es ja nicht ändern. Dafür müssen schon die Leute selbst das einsehen, dass es Quatsch ist. So. Hier speichere ich nochmal. Ich habe jetzt nicht gewusst, in welcher Halle ich lande, also... man sei es... Man möge es mir verzeihen. Wenn er doch ein bisschen schneller speichern würde, ne? Ich weiß nicht, war das damals auch so langsam? Mit meiner alten Festplatte bestimmt. Gucken, ob ich hier direkt komplett rüberkomme und fast in den Fluss des Todes falle. Apropos. Ich bin nicht nah genug. Ideale Gelegenheit. Ich bin nicht nah genug. Wie lange? Wie nah willst du dran sein, bis es weh tut oder was? Mich würde interessieren. Ja. Ah, es ist verrostet. Okay, das war jetzt eine blöde Animation. Man hat jetzt nicht gesehen, was passiert ist. Er hat's reingehalten, wir haben's mir einsam. Da haben wir Rost. Mit Rost bedeckt. Also, Rost haben wir jetzt endgültig. Hat der irgendwas fallen lassen? Natürlich nicht. Wie? Was haben wir Eine hier? Eine kopflose Statue. Ja, da fehlt wohl der Kopf. Wo wir den wohl herkriegen? Oh, hier haben wir Stärke. Dieser eiserne Amboss besitzt große Kraft. Naja, was man im Mittelalter so als Kraft angesehen hat, ne? Im Prinzip ist es ja eigentlich keine Kraft. So, hier gehen wir mal drüber. Mach doch keinen kurzen Sprung! Der Trottel springt auch genau rein. Du Vollpfosten, du regst mich auf. Blöder Typ. So, nochmal das Ganze. Zum Glück haben wir hier gespeichert. Was war jetzt der richtige? Der hier. Du Hornochse. Ich hab's noch gesagt. Na, nicht so lange. Es kann doch nicht so kompliziert sein, die paar Pixel da. So. Ich gehe nochmal und am besten
drücke ich kurz vor dem Sprung laufen, damit er weit springt. So. Wie? Trank genommen, eine kopflose Statue angeguckt. So. Und wieder zurück. Skelett hatte ja nichts dabei. Sehr schön. Das hat schon mal gefunzt. So. Mal gucken, was hinter dem nächsten Portal steckt. Das ist das, was wir nicht aktivieren konnten. Zum Glück. Ah, da war das Easter Egg. Er ist satt, unser guter Connor. So. Jetzt kann ich endlich ruhigen Gewissens hier weitermachen. Den Erfolg von eben speichere ich mal eben. Oder? Moment. Nee, wir gehen erstmal rein. Wir sind ja voll geheilt. Es kann ja nicht viel passieren. Oh. Das ist ein Herz. Sieht das eklig aus. Aber das Herz steht, ne? Heile das müsste mich eigentlich schlagen. Und schütze mich vor allen abscheulichen, furchtbaren und roten Dingen. Schütze mich vor allen abscheulichen und roten Dingen. Aha. Aber wie soll ich denn das Herz heilen? Hat Lord Asriel das gesagt und ich habe es nicht mitbekommen? Na gut, also hier können wir auf jeden Fall nicht viel machen. Wie? Außer das Herz scheint ein riesiges Herz zu sein. Tja, und hier sind jede Menge Adern oder sowas, auch wenn es ganz anders aussieht. Vielleicht ist es auch so eine Art improvisierte Lunge. Aber ich will es lieber nicht so genau wissen. Bäh. So. Was haben wir hier? Ui. Okay. Gelange zur Wahrheit, Backschall? Um alle Kräfte in eine vollendete Ausgewogenheit zu bringen. Hä? Okay. An dieses Rätsel kann ich mich jetzt kaum noch erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da ist das Tor. Gehen wir mal wieder zurück. Das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall brauchen wir da zwei Gegenstände. Gut. Ja. Ich würde sagen, wir aktivieren dann mal das letzte Portal. Und mit etwas Glück kommen wir dann da weiter. Und schon setzt die normale Musik von der Dimension des Todes wieder ein, die sehr genial ist. So. Hast es endlich geschafft, Connor. Bin ganz stolz auf dich. Hüpf. Sehr schön. So, hier haben wir wieder die Brücke. Wieder zurück. Es wäre auch mega ätzend, wenn wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen müssten. Die Entwickler haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass hier nur drei Steine zu finden sind und man deshalb ein Portal immer nicht aktivieren kann. Jetzt habe ich mir natürlich dummerweise nicht gemerkt, wo was war. Also welchen Stein wir am ehesten entbehren können. Also das vom Herz, denke ich mal. Wo war das Herz? Das müsste hier gewesen sein, oder? Müsste. Das heißt, wenn ich diesen Stein hier wegnehme. Genau. Gut, dann lege ich den mal da hinten hin. Da. Dann haben wir das letzte Portal auch aktiviert. Dann laufen wir geschwind zurück. Schauen mal, ob wir da vielleicht die Lösung der Dinge finden. Ich glaube es zwar nicht, aber mal gucken.
Und ich weiß auf jeden Fall, dass der Bootsmann einen Hinweis für uns hat. Der uns weiterhelfen wird. Boah, ich habe immer Angst, wenn der rutscht, ey. Na gut, ihr wisst ja auch nicht, was ich für Erfahrungen mit dieser Animation durchhabe, ne? In der Regel bedeutete diese Animation in meinem Fall immer, dass er stirbt. So. Auf jeden Fall ist das schon mal das richtige Portal gewesen. Hier sind wieder welche. Na, nicht abstürzen. Nein! So ein Mist. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass meine Aufnahme jetzt nicht totaler Müll ist. Oh, das ist ätzend. Ich habe nur drauf gewartet. Da schießt man nur einmal auf ein Stück Stein, ne? Und schon stürzt die ganze Chose hier ab. Ja, das ist normal. Was war jetzt der späteste Speicher? Sag jetzt nicht der. Es ist so ätzend. Es ist einfach nur ätzend. Wenn ich eins noch mehr hasse als irgendwelche Ruckler in Spielen, dann ist es ein Absturz. Ja, es tut mir jetzt sehr leid. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich frage mich auch, warum man die Dateien immer neu kopieren muss, wenn es abgestürzt ist. Oder wenn ich das Spiel beendet habe, löscht er alles wieder? Verstehe ich nicht. Und jetzt wisst ihr hoffentlich auch, dass es begründet ist, dass ich so oft speichere. Jetzt dürfen wir nämlich wieder diesen blöden Krafttrank holen und diese blöde Statue anklicken. Und wir dürfen wieder den Schalter drücken und wieder das Portal aktivieren. Oh. Einfach nur ätzend. So. Komm, lauf. So. Tolle Statue, ganz toll, wunderbar. Wie? Eine kopflose Ein Trank. Statue. Welche Überraschung. Das ärgert mich gerade tierisch. So, und wieder zurück. Und diesmal bitte ohne Abstürzen. Fantastisch. Dankeschön. So, bei den anderen gab es ja keine Gefahren. Gucken wir hier nochmal rein. Holen uns kurz den Trank. Ja, Herz, bla bla. Wie? Das scheint ein riesiges Herz zu sein. Heile mich und beschütze mich vor... Wenn ich es nur rühre, steckt das dann wieder? Oder war es jetzt ein Bug? Ihr habt für einen kurzen Moment gesehen, dass es geschlagen hat. Vielleicht sorgt ja der Bug jetzt dafür, dass wir es gar nicht mehr machen müssen. Ist das Blut weg? Nee, ist es nicht. Okay. Gut, gefällt mir auch besser so, weil ich will euch ja das Spiel zeigen. Und nicht die Bugs. So. Und jetzt hier nochmal kurz rein. Ja, diese tollen Waagschalen. Ich wollte nur den Trank haben und tschüss. So, da wären die wieder. Und auf in diese Richtung, um jetzt wieder das Portal zu aktivieren. Ist es nicht herrlich? Ist doch ganz toll, oder? Kann mir nichts Besseres vorstellen. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert jetzt auch wirklich noch. Wenn nicht, werde ich bitterböse. Aber damit hatte ich eigentlich bis jetzt keine Probleme. So.
Ich habe noch gar nicht so lange aufgenommen. Beim letzten Mal habe ich eine Stunde aufgenommen. Jetzt sind es gerade mal 15 Minuten. Nee, eine halbe Stunde ist es schon, siehst du? Ach ja. Aber so ist es halt. Dieses Spiel ist unberechenbar. So, wir haben jetzt... hier... den Stein weggenommen. Conno, lauf bitte. Und den Stein dann hier hinten draufgelegt. So. Sehr schön. Dann klettern wir wieder hoch. Doch, bist du. Ich bin nicht in der Nähe von etwas, auf das ich klettern könnte. Stell mich nicht in Frage, Conor. So. Und nochmal mal hoch und nochmal über die Brücke. So. Klasse. Ich habe jetzt damit fest damit gerechnet, dass er stirbt. Damit auch noch mehr in dieser Folge schief geht, wisst ihr? Weil das geht ja gar nicht, dass ich hier so gut vorankomme. So, speichern. Unbedingt speichern. Sichern. Ja, nein. Da. Nur für den Fall, dass das Spiel jetzt auf einmal spontan abstürzt. Während des Speicherns. Ist natürlich die aller schlechteste Alternative überhaupt. So. Und dann wagen wir es erneut. Dieses Mal bitte nicht den Stein anschießen. Autsch! Autsch! Ey, die ziehen wir ordentlich was ab. Autsch! Was soll denn der Müll? Stirb doch endlich! Ey! Schießen die mich hier halb tot? Gibt's doch gar nicht. Ich werde dich häuten und deine Knochen an mich reißen. Das bist du nicht. Ach, da ist er. Ich muss... echt mal gucken, wie man hier diese Ego-Perspektive aktiviert. Weiß ich. Bin trotzdem hier, weil ich bin der Held. So. So, jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Und wie es jetzt hier weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.